Hallo zusammen, ich bin Helena und das hier ist eins meiner Lieblingsspiele während der Corona-Krise. Octopath Traveler ist ein Pixel-Art JRPG mit 8 spielbaren Protagonisten. Am Anfang wählt man einen Charakter aus, der einen ab dann das ganze Spiel über begleitet und der auf seinem Weg bis zu 3 weitere Reisende in seinem Team aufnehmen kann, die alle ihre individuelle Geschichte, Eigenschaften und Fertigkeiten mitbringen. Auch im rundenbasierten Kampfsystem kann jeder Charakter unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen einsetzen, teilweise sogar besondere Formen von Magie oder einen tierischen Gefährten. Durch diese bunte Mischung an Talenten und weiteren Elementen wird die Begegnung mit Gegnern nie langweilig. Das Besondere an Octopath Traveler liegt für mich vor allem in der Liebe zum Detail. Das Spiel wirkt sehr atmosphärisch, da es grafisch abwechslungsreich ist und mit japanischen und englischen Stimmen, Hintergrundgeräuschen und einem tollen Soundtrack quasi vollständig vertont wurde. Meiner Meinung nach bietet das Spiel die perfekte Mischung aus Gameplay und Story. Mit einer großen Map voller vielseitiger Orte zum Erkunden und mehreren Kapiteln Geschichte zu jedem einzelnen Charakter inklusive Nebenmissionen kriegt man so einige Spielstunden zusammen, ohne schnell wieder den Spaß daran zu verlieren. Ein zusätzliches Plus ist die kostenlos verfügbare Demo, mit der man ein wenig ins Geschehen hineinschnuppern und herausfinden kann, ob einem das Spiel gefällt, bevor man sich die Vollversion kauft. Ein super Zeitvertreib für die Quarantäne!